Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und Level 299, Saris. Ja, alles klar, ich glaub's auch. Okay, ich will ja nicht sagen, aber ich erwarte, dass Saris ganz gut hielt. Ich meine, Level 299 kann man schon mal machen, wenn man Lust drauf hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Person sich ein paar Level gekauft hat, aber gut. 299, alles klar, das höchste, was ich bisher gesehen habe, war Level 153. 299, okay, ja, wir spielen heute Android, ich wollte eigentlich heute Ranked spielen, aber. Ich habe jetzt mich doch dazu entschieden, Endro zu spielen, weil ich ihn schon länger nicht mehr gespielt habe und ich ihn doch sehr gern mag. Und ich habe diesen mehr oder weniger neuen Skin da, also den Nachtjäger. Den habe ich mir im, ja, kosten, ich sag mal kostenlosen Shop. Nee, ihr wisst, welchen ich meine, diesen Mixer-Shop habe ich mir den Skin für 600 Mixer-Punkte gekauft. Und ja, mal schauen, was ich heute so hinkriegen werde. Level 42 Terminus wird interessant. Aber 299 selbst, ich kann es nicht mal aussprechen. Also, das ist krank. So, ich gehe mit ihr auf verfluchte, mit ihr genau, mit ihm auf verfluchte Trommel. Ich habe den Revolver genommen, weil ich den Revolver von dem Skin nicht so mag. Ich kann ja vielleicht auch eine Runde spielen, aber wenn es Belagerung ist, dann, weil die Runde länger dauert, nehme ich lieber einen Revolver, der mir mehr gefällt. Und ich mag den halt sehr gern. Vor allem, wenn man die Ult hat, ist dieser Revolver so ultra, ultra cool. Gegner haben hier. Oh Gott, das wird interessant. Ich gehe einfach mal auf Ausbrenner, wo die Genos haben. So. Okay, wen kann ich. Okay, dich kann ich. Oh, hallo. Aim ist mal wieder on point, wie immer. So. Hallo. Ich habe ich auch. Perfekt. Ja, jetzt bin ich noch auf dem Punkt und. Um den kümmere ich mich auch noch. By the way, Andrew ist der Held, den ich am zweitmeisten gespielt habe. Also, Andrew habe ich. Auf Level, oh Gott, habe ich auf Level 20 oder 21, ich glaube 20. Vic habe ich auf Level 22, also Vic ist ja nicht am meisten gespielt, auf Endo habe ich am zweitmeisten gespielt und ich will mal flanken. So, okay, das Heal. Können Sie erstmal, ja, dich holen. Genau. Wieso hat der Schlag nichts bewirkt? So, hallo, Terminus. Ja, der kann noch ein bisschen Schaden fressen. Okay, dann kümmere ich mich um dich, meine liebe Vivian. Naja, zumindest die bekomme ich instant, obwohl ich dann auch noch sterbe. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, dass ich Endos das letzte Mal gespielt habe. Ich meine, dass es nicht so ultra lange her ist, deswegen es jetzt mal im Video oder so gespielt habe. Aber ja, aber ja klar. Ja, ich habe keine Chance. Aber ich spiele jetzt trotzdem einfach mal übrigens, weiß ich mal wieder nicht, was ich mit ihm kaufen soll. Weil ich meine, die Gegner haben keinen wirklichen Schild. Gegner haben. Das ganze Zeug an. Die Gegner haben kein Schild, die Gegner haben niemanden, der sich unsichtbar machen kann. Also, das ganze sowas fällt alles weg. So. Okay. Wie habe ich auch immer den, wie auch immer ich den verfehlt habe. Ich hatte meine L nicht bereit. Ich dachte, dass ich schon bereit hätte. Also ich gehe jetzt einfach mal auf Kill to Heal und so ein Zeug, ihr seht's ja. Ceres auf Laufspeed, okay. Also, ich meine, ich mag ja auch, gerne die Karte, dass man mit ihr mehr Laufspeed hat, aber trotzdem gehe ich nicht auf, ja, hat nichts gebracht. Trotzdem gehe ich nicht dann extra noch auf Laufspeed, also diese, also im Deck, dass im Deck Laufspeed drin ist, das habe ich schon ganz gern, also halt zum Beispiel, wenn man sich unsichtbar macht. Aber so auf Laufspeed, okay. Ich meine, bei Terminus, ja, verstehe ich auf jeden Fall. So, hallo Terminus. Ja. Dass du mich nicht erwischt, dachte ich mir irgendwie schon und. Oh Gott, hallo, kann ich dich töten? Ja, nein, schade, ganz knapp. Übrigens, unser Team hat fast komplett die Ult. Also fast die aus dem Team hat die Ult und keine Ahnung, wie ich da schon wieder nicht getroffen habe. Ich meine, manchmal treffe ich wirklich total seltsam nicht. Also, hallo? Wieso habe ich meine Ding nicht? Also ich hätte gern gewusst, wieso ich jetzt gerade eben meine, übrigens hätte ich gut meine L aufladen können. Wieso ich gerade eben, hallo? Ich manchmal echt seltsam. Wieso ich gerade eben meine R nicht hatte. Oh Gott, ja. Da muss ich ganz kurz den machen, weil ich mich keinen Bock habe, dass ich von irgendwo dann weggeholt werde, weil ich nichts sehe. Ich wollte echt mein Ult in der Luft zünden, aber das fällt ja ins Wasser, wenn ich nicht sehe, wo die Gegner sind. So. Boah, super noch drauf geballert. Da kann ich mich ganz einfach raus befreien und. Oh Gott, ja, weg da. Nee, kein Bock. Wieso geht's immer auf mich? Denn irgendwie, der mag mich irgendwie. Also, naja. Schieben fehlgeschlagen. Schade, schade. Wo wir sogar nicht beim Punkt sind. Und das meine ich, die Waffe sieht jetzt so ultra cool aus. Das ist, ich finde es einfach so geil, wie die jetzt aussieht. Ja, kann man sie sich nochmal anschauen. Boah, die sieht so cool aus mit diesen Effekten. Von der Seite ist nicht ganz so cool wie von der Innenseite. Also von der Innenseite finde ich, sieht sie deutlich cooler aus als von der Außen, weil da die Effekte einfach anders weggehen. Ich finde die Waffe ist so cool. Und die Soundeffekte gefallen mir auch noch. So, ich denke, heute gibt es einen relativ kurzen Part. Ich denke, ich spiele nur zwei Runden. Vielleicht zwei Belagerungsrunden. Mal schauen. Vielleicht nehme ich dann sogar mal den anderen Revolver.
Hallo? Es hat irgendwie ewig gedauert, bis ich den zweiten Schuss abfeuern konnte, was echt seltsam war. Weil es eigentlich nicht so hätte sein dürfen. Hallo? Okay. Nein! Ach Mann, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Das ist echt ziemlich interessant, wie die spielt, weil die läuft gar nicht so weit weg, sondern die läuft eigentlich Hilfe, ich kann nicht reden. Läuft eigentlich einfach nur um den Gegner rum. Und ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Maeve spiele, dann bin ich immer so zumindest ein bisschen weiter weg, weil ich meine, die steht ja wirklich komplett neben den anderen Leuten. Also komplett dann. Upsala. Jupp, dich habe ich. Steht ja wirklich komplett neben den Leuten. So. Hallo Heal. Und irgendwie habe ich Lust, dich zu töten, Heal, danke. Ja, du bist auch weg. Oh, ah, okay, alles klar. Da kommen sie alle. Yep, dich habe ich auch. Tank, hallo? Oh. Yep, da ist er ja. Hinter ihn bewegen und dann von hinten wegtöten oder auch nicht, weil die Person schon tot ist. Und hallo, oh Gott. Komm. Super draufgeballert, okay. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht lohnt sich ja Zerstörer auf Level 1 schon. Obwohl, ich meine, der Schild ist sowieso immer die ganze Zeit instant weg. Oh, hallo Lex. Stimmt, Lex spielt ja auch noch mit. Da war ja was. Ha, hat jetzt nichts gebracht. Okay, schade, ich hätte gut hochfliegen können, jetzt mein Ult machen können. Von gerade, ja, geradeaus kann ich natürlich nicht mein Ult machen, weil dann Thermis einfach das easy blocken kann. Genau, aber jetzt kann ich mein Ult machen. Moment. Zack, Ult aktiviert. Und dann hätte ich noch gut treffen müssen, eigentlich. Wow, ich sehe mal wieder absolut nichts. Okay, einfach nur irgendwie wegbewegen. Und dann Repositioning. Und danke für den Schild und den Heal. Das war echt gerade super in der Situation. Oh Gott, da hätte ich weg müssen. Aber ich habe sie noch getötet. Irgendwie, die sterben gerade die ganze Zeit total einfach. Also gegen total, die einfachen Personen. Die sterben gerade alle total einfach aus meinem Team. Hallo? Hallo? Danke, dass du da so open field rum bist, dann hätte ich, kann ich dich besser treffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du stirbst, genau. Oh, hallo. Ja, von oben kann ich dich echt gut abschießen. Ich habe zwar schon wieder meine Ult, aber irgendwie, wow, irgendwie brauche ich die nicht mal. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen vor, um die Gegner abzulenken und gleich, das ist ein interessanter Bug, um die Gegner gleich abzufangen. Übrigens, ich habe mit dem Stand-Emote, ich finde Stand-Emote mit dem echt cool. Und der Skin ist eigentlich auch richtig cool. Keine Ahnung, ich habe jetzt mit ihm drei Skins. Ich habe einmal den Battle Pass Skin von letzter Season, also wo auch die Waffe her ist. Dann habe ich diesen Skin, den ich jetzt gerade ausgerüstet habe. Und dann noch einen, den ich durch ein Geschenk von Time bekommen habe. Der auch wirklich cool ist, den ich eigentlich bisher die meiste Zeit mit Andrew gespielt habe. Geht jetzt einfach mal auf Chronos, weil ich nicht weiß, was ich mir gerade sonst holen soll. Einfach nur Umschwung hat ja 14 Sekunden und Höllenschritt hat 10. Also ein bisschen was hilft schon. Und einfach mal so wieder in die Luft begeben. Dann gezielt mit der Ult runterballern und irgendwie Damage verursachen und dann von oben komplett schlecht runter aimen, was echt ein Problem ist. Aber gut, zum Glück kann ich die von hinten abfangen, genau. Und dann kann ich gleich wieder auf den Punkt. Moment. Ich weiß nicht, früher habe ich ihn ja echt viel gespielt, also ich habe ihn auf Level 18 oder so gebracht, wo noch, ja, gar kein Spray mit dem Revolver drin war. Was heißt gar kein, also wo die Waffe noch nicht so totes rumgesprayt hat, wie sie es jetzt tut. Ich meine, früher hat die ja auf, Hilfe, hallo, dich würde ich gerne töten. Früher hat die ja gar nicht rumgesprayt. So, und so weiter drauf. Irgendwie kann es sein, dass die Person nicht weiß, was passiert, wenn sie auf mein Schild schießt. Auf mein, in Anführungszeichen, Schild. Okay, das haben wir gewonnen. Level 299 selbst, ich habe keine Ahnung weshalb. Auf jeden Fall habe ich ihn halt auf Level 20, nicht auf Level 20, auf Level 18 oder so gebracht noch. Wo, er halt noch gar nicht gesprayt hat. Also wo er wirklich komplett immer dahin geschossen hat, wo man, hingeaimt hat und wo er halt noch nicht, ja, Streuung hatte, so rum, so kann ich es gut sagen. Okay. Ja, hat einfach ein bisschen drauf geballert. Wir waren im Gegnerteam aber auch mehr oder weniger überlegen. Ich meine, die Maeve war eigentlich ganz gut, aber ja, sie war jetzt auch nicht so ultra krank und eine Maeve, die jetzt nicht wirklich einer der guten Helden ist, nicht einer der stärksten, kann nicht wirklich viel ausrichten. Okay, 70k Damage. Tatsächlich der zweitmeiste, drittmeiste, Wickert mehr auch noch. Also ich habe jetzt nur gesehen, dass der Tempest mehr hatte und hey, der Tempest von denen hatte ich ganz gut gespielt. Die Vivian hätte definitiv besser spielen können und die hat echt viel Minderung. Ja gut, okay, aber ja, mal lief ganz gut. Die Runde, wenn man jetzt nur auf Schaden geht, dann war Ceres grottig, aber Ceres ist einfach Full Heal und Ceres hat einfach mega gut gespielt. Ich meine, 180er Heal, Hilfe. Also Ceres hat wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt und 8000 Schaden ist nicht verwunderlich, weil sie geht halt nur viel. Genau.
unsere Genesse hätte ein bisschen besser sein können. Terminus, ja, war ganz okay. Hat ganz gute Zielzeit und 52k Damage, ja, ist okay. Ich habe 70k mit Andrew, ist ganz gut, würde ich behaupten. Victor war ganz gut. Die gegnerische Maeve war, ja, okay, würde ich sagen. Der Lex war eher schlecht. Ich meine, der hat weniger Schaden als, ja, die Maeve und schaut euch die Credits an. Ja gut, vielleicht war es ja auch zwischendurch ein Bot. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe den eben eine Ewigkeit nicht gesehen, also gut. Kann es sein, dass Vivian auch kurz ein Bot war? Ich meine, 1000 Credits und 56.000 Schaden passt irgendwie nicht zusammen. Ja, war ganz okay, die Vivian mit 56k. War jetzt keine überragende Leistung, aber mei, ganz okay. Genau, Janus von denen war ganz, ja, auch ganz okay und Terminus war ganz gut, würde ich behaupten. Und ja, dann ab in die nächste. Und übrigens, wir haben eigentlich immer mehr Credits, was echt lustig ist. Ich glaube, genau, jeder von uns hat mehr Credits als Gegner, als jeder Gegner. Hilfe, ich kann nicht reden. Obwohl die Nessa ja nicht wirklich gut war. So, ich spiele jetzt auch mal mit dem Nachtjäger-Revolver, genau. Achso, was ich sagen wollte, welchen Skin ich noch habe, ist der Steampunk-Skin. Falls ihr meine Videos mehr oder weniger schaut, dann ja, das ist der, den ich am meisten gespielt habe. Übrigens, manchmal haben mehrere Leute gesehen, die diese eiserne Faust nehmen, aber ich mag das eiserne Faust immer nicht. Ich mag auch den Schlag nicht. Ich benutze den Schlag halt eigentlich nur, wenn ich sag mal, meine Schüsse verballert habe und dann noch eben Damage machen muss. Weil, ja, ich meine, schaut euch das an, so 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3. Also, es dauert echt etwas länger, übrigens, der Revolver. Ich finde, er sieht zwar ganz interessant aus, aber. Ja, übrigens, passend habe ich mir jetzt dieses Spray kurz geholt. Okay, Gegner haben die. Ich habe mir das schnell Ausbrenner gekauft. Warte, Tara hat doch, glaube ich, automatisch Lebensriss. Genau, Koga wird vermutlich darauf gehen. Oh Gott, was mache ich denn eigentlich? Ich wollte eigentlich weg, aber bin noch mehr hin. Gut. Ich kann halt nicht wirklich irgendwas machen, weil die sehen mich halt alle. Von daher muss ich kurz warten, genau, und kann dann hier lang. Ha! Ich habe voll die, eigentlich voll die OP-Stelle gerade gegen den gehabt, weil ich meine, der konnte nichts gegen mich machen, von da logischerweise. Komm. Ich hab dich. Perfekt. Irgendwer, der noch Ärger will? Ja. Du willst Ärger. Interessant. Dich habe ich auch. Möchte mir irgendwer helfen vielleicht? Okay. So. Also, Grog geht der auf hier. Der Grog ist auf dem Totem-Talent, das heißt. Er wird vermutlich ganz okay. Ich gehe außen rum. Er wird vermutlich ganz okay healen können. Ja, du weißt schon, dass ich hier lang gehe. Ah, ich hab dich. Wird vermutlich ganz okay healen können. So. Oh, yep. Ah, Hilfe. Ha, dich hab ich. Ah, scheiße. Er wird vermutlich ganz okay healen können. Koga. Ich weiß nicht, was für ein Talent es ist. Ich glaube, das ist Talent, das seine Energie wieder aufgebraucht. Nee. Ich weiß nicht, ob das. Das Talent ist, dass im Leben statt Energie abgezogen wird. Nee, wurde ja gerade Energie abgezogen. Also ich glaube, das ist Talent, dass Energie wiederhergestellt wird, wenn er mit seinen Pistolen schießt. Sieht doch danach aus. Okay, heißt, der, ja, wird vermutlich nicht so krank. Also ich meine, normalerweise, wenn du mit Kuga spielst und auf dieses Talent gehst, dass halt, hallo? Dass halt deine Leben statt deinem Ding verbraucht werden. Oh, da ist niemand. Deine Leben statt deiner Energie. Dann gehst du ja total auf Lebensriss und dann. Ist mein, das, was ich mir gerade gekauft habe, also Ausbrenner, kontert dann schon ziemlich. Hallo. Und wow, die kann ich echt ganz gut Damage machen. Ich finde es echt schön, dass ihr da alle draufballert. Ah, schade, ich hätte vielleicht jetzt meinen, eine Ult zünden können. Ja, die töte ich auch so, aber. Ha. Ich weiß ja nicht. Oh, wow. Ich habe einfach nur hier gewartet, weil ich mein Leben wiederherstellen wollte. Ja, gut. So. Oh Gott, doch, der Koga geht komplett auf Heal. Also, ja, das werde ich dann irgendwie auskontern. Danke, Furia und Charlene, dass ihr euch nichts kauft. Super, super, super. Und sonst, wie gesagt, Tara hat automatisch ein bisschen Lifesteal. Moment, ich glaube, ich gehe einfach so lang. Hallo? Okay. Oh. Egal, ich gehe einfach mal zum Wagen und schieb. Wieso treffe ich nicht? Das wüsste ich gern. Ja, nachladen. Charlene geht auf Shieldbreaker so. Ich weiß nicht, die haben zwar einen mit Schild, aber. Also lohnt sich der Shieldbreaker wirklich? Ich weiß ja nicht. Zumindest nicht gleich so auf dem hohen Level. Oh, wow. Oh. Hallo, von oben runter aimen ist nicht ganz so einfach. Vor allem ist es nicht ganz so einfach, dann wirklich gut zu treffen. Ja, ich weiß es.
dämlich, dass ich hier so übelst drauf gehe gerade. Aber ich wollte unbedingt ein bisschen Damage verursachen. Okay, hallo Tara. Ich weiß nicht, wieso ich nicht nachlade, aber dich bekomme ich. Und dich bekomme ich definitiv auch. Perfekt. Ja, ein bisschen Wagen schieben, ne? Zack. Dich habe ich auch noch. Oh, hinter mir. Ja. Wie gesagt, ich kann ihn ganz gut spielen. Und auch wenn ich nicht immer so super spiele, wie gesagt, eigentlich kann ich ihn ganz gut spielen. Und ich habe jetzt einfach alleine einen Punkt vorgeschoben und jeden, der hinkam, einfach getötet. Ja, gut. So, ich bin wieder auf ein bisschen auf heilsames Töten gegangen. Die Vivian hat sich den gekauft, also dass sie Vorrichtungen besser zerstören kann. Was mich echt ein bisschen wundert übrigens. Ha, weil ich meine, die Gegner haben nicht wirklich richtige Vorrichtungen, hallo? Die Ult war wirklich interessant. Also die war ja echt legendär gut, muss ich schon sagen. Und das war dämlich von mir. Ich glaube, der Koga ist aber auch Level 1. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie man mit der Ult umzugehen hat. Ja gut, dass er es nicht weiß, hat man gerade gesehen, aber der ist Level 1, also... Ja gut, aber selbst nach einem Match sollte man noch ein bisschen zumindest wissen, wie man mit der Ult umzugehen hat, weil ich meine, nach einem Match. Ja, Tara. So zu aimen ist gerade nicht so ganz einfach. Hilfe. Ja, dich würde ich gerne töten. Triple Kill. Quadra. Ja gut, das zählt zwar nicht als Quadra, aber ist ja ein Quadra. Bin das Spray eigentlich ganz lustig. Ich habe es jetzt extra für die Folge, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ausgerüstet. So, hallo. Keine Ahnung, wieso du die Bombe da reingeworfen hast und er wollte gerade seine Ult zünden. Ha! Ich hoffe, dass seine Ult weg ist. Ich hoffe, dass ich ihn nicht zu schnell getötet habe. Weil wenn sein Ult jetzt noch da wäre, dann wäre das echt blöd. Hallo? Oh, hallo. Oh, hallo, Koga. Lang nicht gesehen. Oh Gott. Ha! 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 Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, was? Ich habe jetzt viel verloren, weil ich weg war. Ja gut, aber ich musste halt gegen die kämpfen, tut mir leid. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Team nicht ganz so super gut ist. Oder kann es das sein, dass unser Koga Level 1 ist, ich weiß nicht. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Team nicht so super gut ist. Ja, ich habe kapiert, dass du da hinten bist. Hallo, Koga, was? Koga, kannst du bitte nicht weglaufen? Wirklich, ich kenne immer diese Leute, die sich nicht töten lassen wollen. Ja, über die Distanz mache ich natürlich kein Damage. Okay. Ah, von oben runter zu aimen. Ist nicht immer das Einfachste. Ja, ich hab's kapiert, dass ihr mir nach dem Leben trachtet. So, oh Gott, hallo. Danke. So, Koga. Du wirst sterben, weißt du das? Oh Gott, oder auch nicht, weil ich, ja, nachgeladen habe. Hallo? Ich dachte, ich habe mein Ult. Hä, ich kann mein Ult die ganze Zeit nicht aktivieren. Ich wollte eigentlich mit meiner Ult runter und dann die töten, aber mein Ult lässt sich einfach nicht aktivieren. Hä? Ich meine, ich hab's ja angeblich. Aber... Jetzt muss ich mal wagen bleiben, sonst hätten die den Wagen auch nicht so gut vorschieben können. Weil, oh Gott, ja, 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 ich hab's schon kapiert. Danke, du triffst damit, aber bitte nicht. Wo wirft der seine Bombe hin? Ich möchte halt jetzt nicht vom Punkt weggehen, weil irgendwie vertraue ich meinem Team nicht so wirklich. So. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich vertraue dem Team nicht so wirklich, weshalb ich lieber jetzt mal hinten bleibe, um dafür zu sorgen, dass sie jetzt auch wirklich nicht das einnehmen. Und Gott, die Bomben sollte man eventuell entfernen. Ja, genau, weil wenn ich jetzt nämlich weggehe, könnte es sein... Oh Gott. Weißt du was? Nein! Boah, hätte die gut Damage bekommen. Dadurch. Ah, okay. Hilfe. Und weg ist er. Ja, also... Wie gesagt... Ich wollte jetzt nicht vorgehen. Ich weiß nicht, aber mein Team scheint mir nicht ganz so stark zu sein. So, und noch schön noch Damage verursachen. Ha, noch ein Schlag in die Fresse. Ich meine natürlich ins Gesicht, Entschuldigung. Furia geht auch schneller nachladen. Ah, okay, alles klar. Also, man sieht schon daran, dass ich die kompetentesten Mates der Welt habe, dass die aus irgendeinem Grund alle auf schneller nachladen gehen. Level 3 schneller nachladen. Ah, okay, ich glaube es auch. Sehr sinnvoll auf jeden Fall. Weißt du was? Hat jetzt echt viel gebracht, definitiv. hallo? Oh, hallo. Da ist er ja schon. Ich weiß nicht, aber ich denke, das wird ein ziemliches... Ja, 4 zu 1. So, und zack, weg ist er. Okay. Hallo? Du stirbst. Kannst du viele Bomben an mich heften, wie du willst. Rette dich trotzdem nicht. Ja, okay. Das war irgendwie ziemlich einfach. Gut, dann lassen wir es jetzt bei diesen zwei Runden... Ja, die Gegner waren nicht die stärksten, meine Mates waren auch nicht wirklich die besten. Also, ich weiß nicht, was los ist. Ja, Play of the Game. Hatte ich vorher schon Play of the Game? Nee, hatte ich nicht. Oder? Ich weiß nicht mehr.
Super Gedächtnis. So. Ja, da von oben runter zu aimen ist nicht ganz so einfach, vor allem, wenn ich den Controller immer so komisch drehen muss dann. Zack, und weg mit dir. Die haben auch immer die ganze Zeit aufgeschossen, wenn ich meine L gemacht habe, aus irgendeinem Grund. So, ja, also mit mehr oder weniger Abstand Top-Damage, ja, nach die Vivian. Ich meine, Vivian, wenn man sich so die anderen Sets anschaut, nicht schlecht, aber dass ich 20k mehr Damage habe, ja gut, okay. Shalin war eher schlecht, Koga war eher schlecht, Furia war eher schlecht. Ich meine, ja, Healer macht nicht so viel Damage, aber... dann, dass sie so wenig Heal hat. Ja gut, okay, es gab nicht so viel zu healen. Ja doch, eigentlich schon, also locker 25k hätte sie schon haben können. Der gegnerische, oh, fällt sein Name nicht ein? Ruckus, jetzt ist mir wieder eingefallen. Der gegnerische Ruckus war okay, Fragezeichen. Es ging. Tara war ja mein etwa so gut wie unsere Vivian, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Gegnerischer Koga war noch schlechter als unserer. Rogue ist ja auf Heal gegangen. Der war doch, der hat ganz gut gespielt. Ich meine, vergleichen wir uns mal mit unserer Furia dann. Ja, ne? Okay, kein Kommentar. Und der gegnerische Bomb King war nicht wirklich gut. Also, ja. Dann würde ich sagen, was mit dieser Aufnahme. Habt euch einen schönen Tag, macht's gut. Bis zum nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream. Und ja, ciao, ciao.